komme von der Firma Fachgroßhandel Witte in Flensburg und wir befinden uns hier jetzt bei den Möbiger Werkstätten in der Metallverarbeitung. Ich bin in der Firma Witte und bin im Elektrogroßhandel. Normalerweise bin ich im Holzbereich, fahre ich Stapler, also Holzhaufen, also Rohware. Meine Aufgabe ist heute zu entgraben. Ist echt sehr interessant, wenn man dann auch mal so auf die Zeichnung guckt, welche Toleranzen da sein dürfen. Ich sitze den ganzen Tag am Schreibtisch und wenn man dann sieht, welche Möglichkeiten solche Maschinen hergeben und das fängt ja an bei der Einstellung, Programmierung und dann nachher das fertige Werkstück rauszubekommen, bekommt unser einer ja sonst gar nicht mit. Hier sind dann hier Lagertätigkeiten, Warenannahme, kontrollieren, ob alle Waren im Karton sind, in der Verpackung und dann ganzen Zettel, die wir schon abgearbeitet haben, tun wir ins Büro und dann wird das weiterverarbeitet. Ja, das ist schon schwierig, das hier. Ich habe noch nie was mit Elektro gemacht, das ist was Neues auf jeden Fall. Wir hatten ja vorher auch noch keine Berührungspunkte mit den Möbigern und mit Menschen mit Handicap. Und das ist das eben, was es so interessant macht jetzt. Das Miteinander arbeiten und das voneinander lernen. Und wenn ich das jetzt heute schon sehe, in dieser kurzen Zeit die Eindrücke, welche Möglichkeiten hier bestehen, welche Aufgaben und Tätigkeiten jeder Einzelne hier erbringt, das ist schon sehr, sehr interessant. Es bedeutet mir sehr viel, das ist mal was anderes reinzuschnuppern, auf jeden Fall. Ich könnte mir gut vorstellen, wenn das heute gut läuft und mal länger hier machen, wenn es mir gefällt. Also wir machen mit, um anderen Menschen mit Handicap auch die Möglichkeit zu geben, in unseren Beruf reinzuschnuppern. Und wenn ich daran denke, dass heute eine Person bei uns ist, die auch zum Beispiel Staplerführerschein hat, ich gehe mal davon aus, dass dann ja auch mal die Möglichkeit besteht, sich woanders zu bewerben und woanders zu arbeiten.